ein unglaubliches Gefühl. Also ich habe auch heute Mittag schon richtig kribbeln gefühlt. Ja, also in meinem Alter spielt man noch sehr, sehr gerne auf diesem höchsten Niveau, und dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, uns da mit den besten Teams zu messen, ist einfach grandios. Und das Feuerwerk, was sie heute abgezogen haben, das war einfach sensationell. Also ich denke, die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen heute. Wie ist die Stimmung an die türkische Mannschaft, die Türkenfans, die Kollegen im Krankenhaus, habe ich schon die ganze Woche angesprochen, ja, aufs Volleyballspielen. Ja. Glaubt, dass es noch voller wird? Ja, es hätten, also ich habe erwartet, dass vielleicht noch ein paar mehr türkische Fans kommen, weil wir haben ja auch selber Werbung gemacht, viel. Grundsätzlich ist uns ja nicht egal, wer kommt, aber je voller die Halle, desto besser. Ne? Und es waren ein paar Leute da, es war gut. Ich denke, es war wieder Werbung für Volleyball in Düren. Und ja, ich hoffe, dass die nächsten Champions League-Spiele dann immer voller werden. Hättest du damit gerechnet, dass ihr hier heute 3-1 auf Platz geht? Ehrlich gesagt, nein. Also, auf keinen Fall. Ich habe erwartet, dass es ein sehr schweres Spiel wird. Die einzige Hoffnung, die ich hatte, dass wir frei aufspielen. Dass wir nicht blockiert sind, dass wir denken, okay, wir müssen jetzt hier zeigen, dass wir in diese Champions League gehören. Das ist eine Belohnung für die letzten Jahre, für die gute Leistung, und das sollen wir auch genießen, und das haben wir heute getan. Das, was euch einfacher fällt, solche Spiele, wo du einfach nichts zu verlieren hast? Ja, natürlich. Also man darf auch nicht vergessen, weil uns viele auch vielleicht ein bisschen kritisiert haben für die letzten Spiele, so gegen Mondorf und so weiter. Man darf auch nicht vergessen, man spielt immer auf dem Niveau, was auch der Gegner bringt. So. Und wenn du allein schon vom Kopf her in so ein Spiel reingehst und weißt, es ist Champions League, das ist das höchste Niveau im Volleyball, dann gehst du auch mit einer ganz anderen Einstellung, sage ich mal, rein in dieses Spiel. Gegen Mondorf kannst du nur schlecht aussehen, genau, verlieren. Genau, und heute kannst du eigentlich nur gut aussehen. Wo hast du dort hier geknackt und heute ausgemacht? Ich denke, Aufschlagannahme, ganz klar. Also wir haben sensationell aufgeschlagen mit Druck. Wir haben unfassbar angenommen. Also für mich war das heute ein absoluter Traum. Das sieht jetzt vielleicht so aus, als würden die Ankarianer, oder wie wir es nennen, nicht gut aufgeschlagen haben, aber das haben sie. Die Jungs haben das sensationell gemacht in der Annahme. Und dann ist es für mich auch einfach, das Spiel aufzusehen. Und jetzt wollt ihr die Champions League? Ja, denk mal von Spiel zu Spiel. Jetzt fahren wir nach Ljubljana, das wird auch schwierig. Schauen wir mal. Perugia ist, also das ist ein absolutes Highlight, dass wir Perugia in der Gruppe haben, dass sie hier hinkommen, die besten Spieler der Welt. Also das ist sensationell. Freue ich mich jetzt schon. Dankeschön.